Für unseren Platz 40 solltet ihr euch besser anschnallen und die Rückenlehne hochklappen, denn es geht hoch hinaus. Hoch hinaus in den Himmel, zum Schloss im Himmel. Das Foto hat mein Vater mal von seinem Flugschiff ausgemacht. Das ist Laputa, eine Insel, die im Himmel schwebt. Eine Insel, die im Himmel schwebt? Ja, es soll nur eine Legende sein, aber mein Vater hat sie wirklich gesehen. In Deutschland ist der Film ja erst mit 20 Jahren Verspätung in die Kinos gekommen und das lag ganz einfach daran, dass 2006 der Verleih gerade mit Prinzessin Mononoke, Chihiros Reise ins Zauberland und das wandelnde Schloss so kleine Hits gelandet hat und die Zuschauerzahlen immer weiter stiegen. Es gab also einen gewissen Hayao Miyazaki-Boom und den brauchten die einfach neuen Stoff. Es gab aber keinen Miyazaki-Film, also haben sie einfach einen 20 Jahre alten Film ins Kino gebracht. Aber es verliert ja auch nichts irgendwie von seiner Faszination, weil ich finde, Miyazakis Filme sind so schön zeitlos irgendwie, weil sie halt immer irgendwie in diesen Fantasiewelten existieren, wo man sich einfach fallen lassen kann und es einfach genießt. Nicht zu irgendwelchen Welten, die man schon tausendmal gesehen hat, keine Herr der Ringe, Orks und Zaubererwelten, sondern einfach magische Plätze, an denen irgendwie alles möglich zu sein scheint und trotzdem ganz harmonisch zusammen sich fügt. Ich werde es schaffen, ich werde Laputa da oben finden! Die Suche nach der fliegenden Insel Laputa vermischt gekonnt Fantasy, Science Fiction und Märchen. Dieser erste Moment, wenn man denn tatsächlich nach, ich glaube, fast irgendwie einer Stunde das erste Mal wirklich auf dieses Schloss im Himmel stößt und das dann sieht und dann merkst du auch wieder, was Miyazaki für tolle Welten erschaffen kann, die er jetzt gut hier so ein bisschen geklaut hat von Gullivers Reisen, aber diese ganze Optik und so, das ist wirklich alles Miyazaki, diese großen Gärten, diese großen Häuser und das ist einfach so eine schöne Fantasy-Welt, da möchte man am liebsten, dass der Film gar nicht aufhört. Hey, was soll das? Halt! Bitte mach den Gleiter nicht kaputt, den brauchen wir noch. Wir müssen damit zurückfliegen. Nicht ganz so stark wie später bei Prinzessin Mononoke geht es auch hier, wie bei Miyazaki oft, um den Widerstreit von Technik und Natur. Und da ist mir vor allen Dingen eine Szene besonders in Erinnerung geblieben, in der so ein ausgemusterter Kampfroboter lange nach seinem Kampfeinsatz sich ganz liebevoll um die Natur und die Blumen auf der Insel kümmert. Das Schloss im Himmel ist ein perfekter Hayao Miyazaki-Film, der all das in sich vereint, wofür der Anime-Meister bekannt geworden ist. Um Laputas Wiederauferstehung gebührend zu feiern, werde ich euch nun eine Kostprobe seiner unglaublichen Macht geben. Shita! Seht selbst, das Inferno Laputas! Das Schloss im Himmel ist ein übrigens von Gullivers Reisen inspiriertes, märchenhaftes Sci-Fi-Epos, in dem Hayao Miyazaki schon recht zu Beginn der Karriere ein perfekt eins seiner größten Talente ausspielt, weil er hier, wie in vielen seiner anderen Filme auch, die Fantasieschübe eines kleinen Kindes mit der Lebensklugheit eines alten, weisen Mannes zusammenbringt. Also Miyazaki hat so tolle Charaktere, immer so unterschiedliche Charaktere. Du hast jetzt hier die kleine Shita und Patsu, so quasi unsere Hauptprotagonisten. Aber dann hast du die Piratin Dora mit ihrer Piratencrew, die so immer so für herrlich lustige Comic Reliefs irgendwie sorgen, dass du echt immer auch wieder lachen kannst in diesem ganzen Kriegsgetöse, was ja dann irgendwie noch nebenbei her ist. Tja, du kannst dich schon mal um das Geschirr kümmern. Nichts lieber als das. Hast du nicht gerade gesagt, du hast Bauchschmerzen? Ich habe zufällig Zeit, kann ich dir vielleicht helfen? Mit Prinzessin Mononoke hat ja Miyazaki einen einzigen Film gemacht, der sich wirklich nur an Erwachsene richtet. Aber eigentlich hat er die Spezialität, auch in seinen Familienfilmen super ernsthafte Themen anzusprechen, die dann aber so ironisch zu brechen, dass sie auch kleine Kinder gucken können. Und in diesem Fall ist das halt Krieg. Er macht das aber, indem er zum Beispiel Piraten nimmt, die ganze Zeit irgendwie ängstlich nach ihrer Mama rufen. Was ist da los? Da ist ja eine Schlacht im Gange! Vorwärts, Mama! Für dich immer noch Captain! Aber was hier natürlich auch sehr stark zum Vorschein kommt, ist natürlich immer noch Miyazakis Liebe zum Fliegen. Hey, wir sind startbereit. Legen wir jetzt ab. Und Abflug! Was
Miyazaki wirklich toll kann, ist du gerade so diese Flugszene. Es ist immer so atemberaubend toll, wenn du denn da mit den Piraten durch die Gegend saust und mit Patsu durch den Sturm fliegst. Das ist in gewisser Weise, habe ich das empfunden, als Metapher auf das, was Miyazaki selbst gemacht hat. Er hat Filme gemacht, die die Leute sozusagen abheben lassen in Welten, in die sie sonst nicht kämen. Und das Schloss im Himmel war der Grundstein für dieses Werk. Das Schloss im Himmel ist ein zauberhaftes Märchen voller Fantasie, toller Charaktere und einer spannenden Story. Es ist auch genau der passende Moment, jetzt über diesen Film zu reden, weil es ja momentan leider ganz so aussieht, als ob das Studio Ghibli geschlossen wird. Und das Schloss im Himmel war damals der erste Film, den Hayao Miyazaki mit seinem neu gegründeten Studio produziert hat. Und ich kann da allen nur wärmstens die Dokumentation The Kingdom of Dreams and Madness ins Herz legen, da kriegt man einen super Einblick in die kompletten 30 Jahre des legendären Studios. Musik